Moin Leute, ich melde mich hier von der harten Front. Wenn die Front in deinem Bett verläuft, dann hast du schon verloren. I like smoking. Ach ja. Ja, was habe ich noch anzubieten hier? Es gibt Monster Energy Drink, yeah. Ja, wo ist es? Ja, ich finde es irgendwie nicht. Hier. Ups. Monster Energy Drink. Prost. Yeah. So, what's up? What's up with you guys and girls? Girls and guys. In Zeiten von Corona, in denen wir ja immer noch sind, habe ich das Gefühl, dass die Erwachens- und Erleuchtungsszene in Deutschland, die hat irgendwie vergessen, hat die Erleuchtung vergessen. Irgendwie, die sind alle so abgelenkt. Irgendwie, ich habe das Gefühl, keiner will mehr Selbsterkenntnis oder keiner will erwachen. Interessiert die Leute gar nicht mehr. Irgendwie geht es scheinbar allen nur ums naja, nur ums gesund bleiben halt, ne? Möglichst. Darum scheint es zu gehen. Und alles andere ist jetzt völlig echt so, als wäre so Erleuchtung so ein Hobby, was man mal so weglegen kann, ne? Das geht natürlich nicht. Also jedenfalls nicht, wenn man ernsthaft, wenn man wirklich sucht. Ich meine, alles andere ist ja sowieso denn eine Selbstlüge. Aber wenn man wirklich sucht, dann kann man die Suche nicht eine Sekunde sein lassen, bis, ja, bis die Suche in sich selbst sozusagen die Antwort erzeugt, indem sie vollständig verschwindet. Ja. Irgendwann ist jede Suche vorbei, hat genug gesucht. Und dann kommst du da an, wo du schon bist, nämlich im Sein, im Jetztsein, im Das-Sein, was du bist, ja, was du nicht benennen kannst und was du nicht denken kannst, ja, was du nicht fühlen kannst, aber du bist das, was denkt, du bist das, was fühlt, ja. Du bist das absolute Zentrum von allem. Man könnte sagen, du bist das Auge des Hurrikans, ja. In der Mitte ist die absolute Stille. So ist es in dir auch, ja. In deiner Mitte, in deiner Wesensmitte. Sozusagen, man könnte sagen, wo der Wohnsitz der Göttlichkeit ist, ja, da bist du absolut still. Und da ist absolut nichts außer Satschit Ananda. Diese stille Ekstase, die so unscheinbar ist, dass sie immer übersehen wird. Ja. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ach so, ja. Ja, ich meine, genau, ich war ja dabei zu erklären, dass man eine ernsthafte Suche niemals, eine ernste spirituelle Suche nach Erleuchtung kann niemals abgebrochen werden, willentlich, geht gar nicht. Unmöglich.
Die Inder nennen das übersetzt, der Kopf steckt im Rachen des Tigers. Ja, und wenn du einmal von diesem süßen Nektar der Wahrheit gekostet hast, ja, nur ein einziges Mal und sei es nur für 3 Sekunden, ja, oder sei es nur für eine Sekunde. Wenn du es einmal, ein einziges Mal erlebt hast, ja, in einer Ekstase, in einem glückseligen Moment, ja, dann kannst du es nie wieder lassen. Du kannst es nie wieder, du wirst nicht ruhen, bis das nicht, ja, wie soll ich sagen, bis du dich selbst nicht manifestiert hast, als erleuchtetes Wesen sozusagen. Ja, du manifestierst dich selbst. Du erschaffst dich selbst, ja. Du realisierst dich selbst. Du bist ja schon die ganze Zeit. Das ist ja das, was ich immer sage. Eigentlich braucht keine Erleuchtung, weil wir schon alle das, was Erleuchtung ist, das sind, wir sind das. Wir sind die Wahrheit. Die Wahrheit, die Wahrheit ist. Wir sind die Erleuchtung. Ja, die Erleuchtung ist. Ja, wir sind das Absolute. Jeder ist das. Ja, es gibt weder relativ noch absolut letztlich. Es gibt eigentlich nur das Unnennbare. Ja, und jeder ist das komplett. Das ist ja das, ne? Vor allen Dingen dieses Denken immer, wenn ich jetzt so rede, ne? Ich meine, wir müssen uns verständigen. Aber da draußen sind keine anderen, ne? Ich denke immer, ja, da sind ja andere und so. Aber das sind keine anderen. Das sind Projektionen von mir. Das bin alles ich. Was ich sehe, bin alles ich. Mir ist das auch voll bewusst. Also da sind keine anderen und hier ist kein Jens, das ist niemand, hier ist niemand. Das ist leeres Gerede, hier ist niemand. Nobody there. Ja, es ist echt so. Gut, das kann nur der nachvollziehen, der das auch schon erfahren hat. Aber ich wollte nur sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei, sagen wir so, zwei Gruppen von Suchern. Die erste Gruppe, das sind die einfach nur unzufrieden sind und irgendwie es so unbestimmt irgendwie das Glück suchen, ja, aber die gar nicht wirklich jetzt die Wichtigkeit von Selbsterkenntnis erkannt haben, sondern und das auch nicht unbedingt wollen, sondern mehr so einfach nur, ja, die wollen was Schönes erleben. Vielleicht wollen sie auch, die gehen in Satsang, um vielleicht einen Mann oder eine Frau kennenzulernen oder eine Gruppe zu haben, mit dem man sich verstehen kann, mit dem man vielleicht mal gemeinsam essen gehen kann oder so, also Gesellschaft erleben kann. Ja, viele, viele sind deswegen im Satsang zum Beispiel. Die sind wirklich überhaupt nicht auf der Suche, sondern die wollen einfach nur eine nette Gesellschaft haben. So, das ist die erste Gruppe von Suchern. Das sind die Scheinsucher. Ja, die tun so vielleicht noch oder denken das vielleicht auch von sich, weil sie es selber nicht kapieren. Ja, und dann gibt es aber die zweite Gruppe. Das sind die wahrhaften Sucher. Ja, das sind die, die durch eine mystische Erfahrung, durch eine Erleuchtungserfahrung, schon einmal kurzzeitig, sagen wir mal, erkannt haben, dass sie selbst das alles sind. Ja? Und wenn man das einmal auch nur kurz erlebt hat, dann gibt es kein Zurück mehr, dann gibt es kein Halten mehr. Dann will sich diese Wahrheitsqualität, die man dann kennt und von der man weiß, dass man das zutiefst ist und dass das zutiefst identisch mit Gott selbst ist. Also, dass es alles Gott ist, ja. Das lässt einen nicht mehr los und dann ruht man erst, bis man wirklich das für sich selbst realisiert hat. Und zwar nicht in so einer Ekstase, sondern in Alltagsbewusstsein. Man nennt das auch Sahaja Samadhi. Ja, das ist der höchste der Samadhis, weil er anhaltend ist, also nonstop, 24 Stunden am Tag. Ja. Mann, jetzt bin ich ja ganz schön ins Reden gekommen hier, wa? Okay, ich werde mich mal wieder meinen Energy Drink und meinen Flips hier
Könnt ihr es sehen? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Mal wieder zuwendend. Let the party go on. Es ist Pfingsten. Frohe Pfingsten an alle.